Ja, hallo Leute, wie ihr gerade sehen konntet, haben wir eine Menge schwarzer Kreuzottern hier. Es gibt in Schweden wirklich viele schwarze Kreuzottern, weil die finden hier eben ihren idealen Lebensraum und die gehen auch sehr weit hoch in den Norden. So ziemlich die einzige Schlange, die da dauerhaft gut mit klarkommt, jedenfalls Giftschlange. Und neulich ist mir was passiert. Da hätte ich fast einen überfahren und das kann ich euch mal zeigen. Und warum die nicht abgehauen ist, das seht ihr auch gleich. So, jetzt hätte ich fast eine schwarze Kreuzotter überfahren. Die hat sich hier gerade was besorgt. Man fragt sich, wie diese kleine Kreuzotter diese dicke Kröte jetzt fressen will, aber es ist immer wieder erstaunlich. Na, offensichtlich hat sie doch ganz schön Probleme. Aber so lange müssen wir jetzt warten.